damit dürften wir perfekt am Start sein und können rein in die Masse gehen. Wir sind immer noch in Versuch Nummer. Danke, Professor Elm, dass du mich unterbrichst. Wir sind immer noch in Versuch 3 tatsächlich. Sind mal wieder in Versuch 3 weitergekommen als zuvor. Also, wenn wir diese Pace beibehalten, bin ich sehr zufrieden, muss ich sagen. Darauf erstmal Schlückchen was trinke. Weil das gehört sich natürlich so, wenn man professionell streamt, muss man auch mal zwischendurch ein Schlückchen was nice trinken. Unser Ziel ist es heute wahrscheinlich, Orden Nummer 6 zu holen. Wahrscheinlich sogar, ja, bis Orden 7 in die Richtung kommen. Ich weiß gerade gar nicht, ob zwischen Orden 6 und 7, was da alles ist, außer das Team Rocket Versteck, wobei das Team Rocket Versteck an und für sich, schon ein bisschen ein größerer Abteil ist. Ich sollte eventuell schon mal ein paar Dinge bereit machen, aka die Playlist, damit wir hier. Ich wollte noch die Mucke, die da stand, zur Playlist hinzufügen. Damn! Das habe ich ganz vergessen. Und Knixel, Hallöchen! Wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Start in die Woche. Und ansonsten hoffe ich natürlich auch, dass du ein wunderschönes Wochenende Neuer hattest. Pappenheimer. Schäfi! Vielen Dank für deinen nice und Resub. Ein ganzes geiles Jahr. Jetzt hast du dir deinen Bärensaft auch reglich verdient. Bist du schon sub? Ich danke dir. Kuss, 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 Kuss. Nur ein Jahr. Ah, na gut, Jerry. Bisschen schwierig. Und hallo Jerry, hallo Paddy, hallo Schäfi. Ich hoffe, euch dreien, euch allen geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag und ein schönes Wochenende und einen schönen Einstieg in, ja, in die Woche, ne? Ups, ich wollte das gar nicht drücken. Ja, ich habe hier Schuppet vorne, denn wusstet ihr, dass Schuppet sich bis Level 36 gar nicht entwickelt? Ja, ich weiß es jetzt auch. Ich habe nämlich momentan so alles, was auf unserer Box einigermaßen sinnvoll war, zu leveln gelevelt, beziehungsweise später mit Sonderbonbons halt hochgezogen, relativ viel auch. Und ihr seht schon, es ist alles grob auf 36. Ich glaube, wir haben hier einen 37er mit Jolteon und einen 35er mit Togekiss. Da dachte ich mir, ja gut, das kann man auch lassen. Burma-Dame, so ein geiler. Nee, also Burma-Dame, Love Disco und Illumises, tut mir sehr leid. Da habe ich einfach nicht gesehen, dass wir die jemals benutzen. Also bin ich ganz ehrlich, solches gibt halt wirklich. Also ich glaube, die sind halt so ass, dass es echt keinen Grund gibt, dass ich die jemals benutzen werde. Ich weiß nicht, ob Love Disco irgendwie gebufft wurde. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass dieses Illumise gebufft wurde. Und hallo Ender, ich hoffe, dir geht's gut, deshalb ja. Deshalb habe ich jetzt einfach mal alles, was wir hier so auf der Bank haben und wo ich sage, das kann man irgendwann mal sicher benutzen, habe ich jetzt mal hier zusammengefasst. Wir haben jetzt ja einmal Vipetis. Vipetis leider immer noch mit mehr Special Attack als Attack, was ziemlich deprimierend ist, wenn ich ehrlich bin, weil ich glaube, ich habe gar nicht mal so viele Special Attacker besiegt. Aber hey, mit Poison Fang, Crunch, Glare und Screech. Ich bezweifle, dass das Teil jetzt etwas ist, was wir direkt reinnehmen werden. Aber hey, dann haben wir tatsächlich Papinella, welches gar nicht mal so ass ist, weil es kann schon Signal Beam, bis hat Sleep Powder und Morning Sun. Das macht es gar nicht mal so scheiße, wie ich denke. Also unser Wesen ist halt ranzig, ne? Unser Wesen ist übel ranzig, aber damit müssen wir jetzt wohl leben. Ich hätte lieber sowas wie Compound Ice oder Tinted Lens auf dem Teil, aber naja, wir haben Swarm. Gibt Schlimmeres. Ich weiß gar nicht, was Papinella. Was ist Papinellas normale Fähigkeit? Ich weiß es schon gar nicht. Da haben wir auf jeden Fall unser Georock, der kann inzwischen Erdbeben, der geile Haudegen. Ansonsten hat sich bei dem nichts verändert. Blitze habe ich ja nicht gelevelt. Da muss ich mal gucken, ob ich Blitze überhaupt reinnehme oder nicht. Wir haben noch unser wunderschönes Gyarados mit Biss, Nassschweif, Eiszahn und Surfer. Wir haben unser Togekiss, an dem hat sich nicht verändert. Unser Kreiner hat sich nichts verändert. Wir haben hier unser wunderschönes X-Bar, da hat sich nichts verändert. Wir haben jetzt ein paar Inferno hier im Übrigen. Ist schon sehr geil. Mit Iron Fist Ability, was unfassbar strong ist. Ich muss mal noch gucken, ob wir. Und Jolly. Ich muss mal noch gucken, ob wir in irgendeiner Form irgendwie passende TMs haben. Beziehungsweise ich glaube, ich muss wahrscheinlich sogar nochmal irgendwie zurückgehen und vielleicht ein paar TMs holen. Haben wir Satzenia? Satzenia kann aus irgendwelchen mir unbekannten Gründen hier Crunch, aber ich akzeptiere es und nehme es mit. Schaut eigentlich auch ganz gut aus, das Ding. Wir haben hier Raichu mit Donnerblitz, Surfer, Fliegen und Wunschtraum. Unser guter alter Wish-Supporter. Ich bin tatsächlich am Überlegen, ob wir den nicht sogar reinnehmen, aber es wäre halt keine Elektroimmunität, das ist nicht ganz so geil. Kingdra ist mal wieder am Start, den kennen wir ja schon. Ambipom ist im Team und wusstet ihr, dass Ambipom einfach nichts lernt? Also wirklich literarisch nichts. Aber na gut, ich dachte mir, hey, maybe Agility Pass. Vielleicht ist es das ja.
Ich bezweifle es. Dann haben wir hier noch unser Tintoxa. Den müsste man dann noch Surfer geben. Schluckwäsche haben wir noch hier vom letzten Mal und ich glaube, das war's. Das heißt, ich glaube aber eigentlich baut sich das Team relativ von selbst. Weil ich denke mal, dass wir Jolteon, Gyarados, Panferno nehmen, ist eine relativ offensichtliche Sache. Ich weiß gar nicht, ich denke, Satzenia hat eigentlich auch immer gut reingepasst. Togekiss, Natürlichement. Und dann ist halt eigentlich nur noch die Frage, welches ich als letztes Mal mitnehmen will. Wir hatten beim letzten Mal Sandama drin, aber Sandama kann halt gefühlt nichts. Ne? Das ist das Problem. Und hallo Tarnflamme, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag bis hierhin. Ich überlege, ob wir. Ja, ich weiß aber nicht, ob Georock zwingend besser ist. Georock hat halt wenigstens Erdbeben, ne? Das ist so die Sache. Lass mich mal kurz die Stats vergleichen. Weil ich glaube, ja, ich wollte gerade sagen, dass Georock Stats actually gar nicht mal so viel schlechter sind. Das heißt, ich nehme kurz Sandama rein, nehme ihm das Item weg und dann schmeiße ich Sandama wieder raus und hole Georock wieder rein. Ich hoffe halt, wir finden jetzt bald dieses Entwicklungs-Item von Georock, weil ansonsten wäre sehr belastend. Kann mir ansonsten jemand einmal die Level Cap rausgeben für die nächste Arena? Die wäre wahrscheinlich doch recht wichtig. Also ansonsten, wir haben ein paar coole Mons noch auf der Box. Aber die meisten sind so semi-geil, bin ich ehrlich. Die meisten sind a bisschen, naja, ne? Naja, großes Naja, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und hallo Leon, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag bis hierhin. Also ich glaube, es hat eigentlich. Die meisten haben sogar ein Item, ne? Das ist ganz gut. Jetzt müssen wir einmal noch gucken, was wir hier noch so haben. Miracle Seed, guck mal, schon mal eine. Ah, nicht auf dir. Aber Miracle Seed ist prinzipiell eine gute Sache. Und ich glaube, hier Quick Claw finde ich ganz gut. Und dann bin ich eigentlich schon voll ausgestattet. Und dann können wir eigentlich schon fast losgehen. So, die nächste Level Cap ist 40. Die sollten wir schauen, dass wir die natürlich nicht brechen. Das wäre nicht schlecht. Aber ja. Nee, der war scheiße und deiner. Meiner war okay. Also von der Arbeit her ist eigentlich alles relativ fix rumgegangen, muss ich sagen. Hatte konstant was zu tun. Lief auch eigentlich ganz gut. Deshalb kann ich mich da nicht beschweren. Ich sollte vielleicht noch die Mons im Poke-Link abändern. Das wäre vielleicht auch eine sehr schlaue Tat. Wir haben hier einmal einen Infernape. Wir haben hier einen. Nicht. Nee, nicht Golurk heißt er, der heißt Graveler. Gyarados ist drin. Hier haben wir ein Victreebel. Und als letztes haben wir noch unser wundervolles Jolteon hier drin. So. Ja, das Team schaut eigentlich gar nicht so kacke aus, ne? Also, wenn da jetzt halt ein Golem wäre anstatt einem Georock, dann wäre das sehr viel geiler, aber ne. Ja, mein Tag war eigentlich nicht schlecht, muss ich sagen. So, ich habe sehr viel geschafft. Ich habe die Dinge getan, die ich tun musste. Und ja, jetzt sitze ich hier, ne? Ich meine, war ein anstrengender Tag, muss ich gestehen. Aber ansonsten bin ich jetzt recht froh, dass er rum ist. Ich freue mich darauf, hier nach dem Stream zu duschen und dann. Oh, und dann wieder in die Fire Emblem Free Häuser Minen reinzugehen. Freunde, ich bin so dick in den Fire Emblem Free Häusern Minen drin. Das ist der Wahnsinn. Also, ich bin ja. Also, ich und Fire Emblem. Boah, ich merke gerade Stahlgestein ist ein bisschen schwierig. Ich und Fire Emblem Free Houses sind momentan so. Also, ich glaube, ich habe am Freitag angefangen. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich Freitag oder Donnerstagabend angefangen habe. Und ich war eigentlich das Wochenende, fast das komplette Wochenende bei meiner Freundin, so von, sagen wir, Samstagmittag. Neuer Kreine, vielen Dank. Ah, das habe ich schon gesehen für deinen geilen Stufe 3-Sub. Was ein absoluter Ehrenmann. Das nennt man einen Gönner vom Herrn. Vielen, vielen lieben Dank. Kuss geht raus. Leker-Schmatzer geht raus. Danke, danke, danke. Und nein, bisher hat kein Starter die erste Arena überlebt. Das ist so ein Fluch. Und ich weiß noch nicht, ob das Segen zugleich ist, weil vielleicht, wenn der Starter länger überlebt, dann sterbe ich dafür früher. Man weiß es nicht. Ich glaube zumindest. Wobei, hat Kanimani die erste Arena überlebt? Nee, Kanimani war davor auch schon tot, ne? Waren alle drei schon tot. Die haben sich ins Jenseits verabschiedet. Auf jeden Fall, muss ich jetzt tatsächlich überlegen, was ich sagen wollte. Verdammt. Ja, Fire Emblem Three Houses und ich sind momentan richtig so. Also wirklich komplett so. Ich bin ja so dick in den Fire Emblem Three Houses drin, wie es nur sein kann. Ich glaube, ich habe jetzt, genau, ich habe jetzt, glaube ich, wie gesagt, am. Ich glaube sogar, es war Freitag angefangen. Und habe inzwischen jetzt schon 9 Stunden.
Ich würde sagen, das ist eine gute Leistung. Und hallo Cedric, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag bis hierhin. Und natürlich auch einen schönen Start in die Woche. Und natürlich ein schönes Wochenende. Wie läuft der Run bis hierhin? Erstmal hallo Juck, ich hoffe auch, dir geht's gut. Ich hoffe auch, du hattest einen schönen Tag. Und der Run bis hierhin läuft. Boah, ich habe echt wenig Ahnung mehr von dem Run, ne? Ich glaube, Anfang war eine Katastrophe und eigentlich ist es okay. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir sehr viele Mons verloren. Ich glaube sogar auf sehr deprimierende Art und Weise teilweise. Ich müsste mal nochmal gucken, über Ausrufezeichen Death siehst du, was alles tot ist gerade. Dann kannst du gerne reingucken. Ich hoffe, Ausrufezeichen, doch, Ausrufezeichen Death ist richtig. Ah ja, stimmt, wir haben Kripput-Bronzong und Bisaflor beim letzten Mal verloren. Ich weiß noch, dass also Bronzong wurde von einer K.O.-Attacke erwischt, das weiß ich noch. Und hallo Dario, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag bis hierhin und natürlich ein schönes Wochenende und einen schönen Einstieg in die Woche. Dasselbe gilt auch für den guten Baturan. Boah, jetzt muss ich überlegen, an was ist ein Bisaflor gestorben? Ich glaube, Bisaflor ist an. Ah, Bisaflor. Oh nein, stimmt. Bisaflor ist an Crit Erdbeben gestorben. Das weiß ich noch. Und. Ich bin ehrlich. Was Krippuk passiert ist, weiß ich schon. Doch, Krippuk wurde, glaube ich, auch einfach von der Arena hops genommen und ich konnte nichts machen. Also zwei hexlastige Tode und ein, wo ich sage, ja, konnte ich nichts machen. Wusste ich nicht, was ich machen soll. Jetzt kommen noch mehr Tode. Nee, heute einfach gar kein Tod. Wie wäre es damit? Und bei mir ist ansonsten auch alles gut. Danke der Nachfrage. Boah, ich bin actually echt gespannt, wie diese Doppelkämpfe werden. Hier kommen jetzt 3 Millionen Doppelkämpfe auf uns zu, für die, die es nicht wissen. Und ich habe minus Bock. Krippuk hat ein Déjà-vu, so sieht's aus. Bis jetzt nur ein Jerry gestorben, die Jerry-Rasse lebt noch. Ich glaube, es gibt auch bisher nur zwei Jerrys, wenn ich mich recht entsinne. Porygon 2 steht an meiner Seite. Okay, das ist schon mal nicht schlecht, das ist eigentlich ganz gut. Von Schuppet, ja, reden wir bitte nicht darüber. Können wir ihm die letzte Ehre erweisen und jetzt das arme Krippuk nicht so down reden? Der konnte nichts dafür. Der hat gar nichts getan. Er hat gar nichts gemacht. Nur ein Bier getrunken. So sieht es nämlich aus. Kerion weg. WC-Ente ist da. Ja, ich bin gerade sehr dankbar, dass die WC-Ente auf meiner Seite steht und nicht auf. Oh mein Gott, ja. Bin mir doch nicht mehr so sicher, ob ich so dankbar bin, dass die WC-Ente auf meiner Seite ist. Weil wenn die nur so Bullshit macht, dann kann sie sich auch verpiesen gehen. Was? Na gut, Licky Licky also. Okay, ich habe jetzt nicht erwartet, dass wir hier schon die Entwicklung sehen, wenn ich ehrlich bin, aber gut, Aqua Tail. Das Schöne ist, an Shellbell heilen wir uns ja auch immer ganz nett gegen, muss man sagen. Try-Attack jetzt bitte auf die linke Seite. Das ist nicht links, Porygon 2. Ich weiß nicht, ob du eine Links-Rechts-Schwäche hast, aber das war die falsche Seite. Vor allem, er hat sich einfach seinen Stab weggenommen. Fällt mir gerade auf. Der Übergewichtige, der hat kein Übergewicht. Wo willst du wissen, ob der Übergewicht hat? Weißt du, wie viel im Durchschnitt ein Licky Licky wiegen sollte? Nein. Ja, oh Gott, ich bin gerade sehr dankbar erstmal, dass es tatsächlich hier noch keinen Evoliten gibt, weil wir werden sicher irgendwann einem Porygon 2 gegenüberstehen. Das weiß man nicht. Da weiß man nicht, ob man das dann will. Links-Rechts-Schwäche, man fühlt. Es gibt sicher eine Links-Rechts-Schwäche. 100%, ich bin mir zu 1000% sicher, dass das existiert. Ich würde sagen, bis jetzt war der schlechteste Run der zweite, also von den Toten her. Boah, ich weiß nicht, inwiefern man das vergleichen kann, wenn der erste Run früher zu Ende gegangen ist. Ich habe eine. Hast du wirklich unironisch eine? Also so jetzt ohne hier so giggelmäßig zu sein. Also ich denke mal, das ist jetzt so non-giggle. Unangenehm, sage ich da, unangenehm. Aber ich glaube, da kann man ja im Endeffekt, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie das genau funktioniert. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es in Anführungsstrichen so krankheitsmäßig ist, dass du da jetzt wenig für kannst. Dass du deine hast. Flammenwurf, Togetic, na gut. Ich merke gerade, die hat nur einen Togetic, was ein Waschlappen. Während wir hier geiles Togekiss haben. Was kannst du eigentlich? Bam, bam, dam, dam, dam. Aber ja. Also nach dem Stream weiß ich jetzt schon, ich werde duschen gehen, dann meine Freundin anrufen und dann wird Gig in die Fire Emblem Minen gegangen. Und mit Dick mein. Oh, als ob das so viel macht. Warum bist du so weak, Satzenia? Ja, das gefällt mir nicht. Ich habe auch eine Lese-Rechtschreibschwäche. Ich hasse, das sagt man. Ja, dann kommt halt Baturen rein, dann machen wir es so. Dann wird's wohl diese Art und Weise. Ich weiß, wie viel ein WLAN-Router wiegen sollte. Licky Licky ist da schon deutlich drüber. Ah, weiß man nicht. Kommt er jetzt auch wieder auf den WLAN-Router an?
Nee, aber ansonsten, das Schlimme ist halt so, es ist halt jetzt einfach schon wieder 19 Uhr, ne? Es ist einfach krass. Es ist einfach krass. Es kommt mir so vor, als wäre ich gerade erst aufgestanden. Ich habe auch heute so kacke geschlafen, ne? Boah, habe ich schlecht geschlafen. Nicht weil, also so vor allem nicht, weil ich irgendwie schlecht geträumt habe oder so. Es war halt einfach echt. Boah, ich bin einfach so. Ich glaube, ich hatte einen ganz leichten Schlaf nur und gefühlt. Jede Stunde bin ich, glaube ich, aufgewacht von den sechs, die ich geschlafen habe, und es war einfach giganervig. Wo ist die Rosse? Damit ich dir einen Schuh ins Face. Was, Jerry? Was? Ja, und der zweite Run war aber halt gechoked gegen Links, ja. Doch, sehe ich. Wo ist die Rose? Ach so, wegen Valentinstag. Ja. Wenn man was macht, macht man was. Wenn ich bin ehrlich, ich habe gerade unironisch überlegt, was besonders heute passiert. Ob irgendwas heute war, und ich wollte jetzt eigentlich damit anfangen. Ja, heute war ja im Endeffekt der Super Bowl. Super Bowl ist für mich im Prinzip egal, aber im gleichen Atemzug auch wieder nicht, weil während des Super Bowls werden ja meistens sehr knackige Trailer gezeigt. Und da waren unter anderem Doctor Strange 2 Trailer dabei, wo ich mir dachte, oh, lecker. Dann den, ich glaube, den Jurassic World, glaube ich, heißt der Film 3. Ich glaube, den Trailer kannte man sogar schon. Den fand ich auch sehr geil. Also, actually, habe ich mega Bock auf den dritten Jurassic World Teil. Ich glaube, ich habe sogar alle drei Jurassic Park Filme gesehen. Die habe ich irgendwann mal random mit einem Kumpel von mir damals in der, boah, schieß mich ab, 8. 9. Klasse, glaube ich, geguckt, als ich bei ihm gepennt habe. Da haben wir alle drei Jurassic Parks geballert, weil ich die noch nie gesehen hatte. Haben wir so gesagt, okay, dann gucken wir die jetzt wohl an. Und dann haben wir sie angeguckt und die fand ich sehr nice. Mit dem guten alten Jeff Goldblum, Jeff. Thank you, Jeff, Jeff. An der Stelle. Und ich glaube, Jurassic World 1 habe ich garantiert gesehen. Bei 2 bin ich mir gerade ein bisschen unsicher, ob ich den gesehen habe. Das ist absolut richtig, Jerry. Das ist absolut richtig. Deshalb, ich habe mies Bock auf Jurassic World 3. Ich glaube, der wird sehr geil. Ich glaube, der wird so ein bisschen Endgame-mäßig, also Marvel Endgame-mäßig, so nicht, dass der Film wird wahrscheinlich gar nicht mal so mega krass sein, aber am Ende wird es halt jeder geil finden, weil so viele Charaktere, die man liebt und das so ein bisschen Fanservice-mäßig auch ist, einfach drin sein werden. Deshalb, ich habe da durchaus Bock. Und ansonsten weiß ich gar nicht, ob es noch irgendwelche krassen Trailer gab. Ich glaube, dieses Nope, irgendein neuer Horrorfilm wurde da auch nochmal angeteased, beziehungsweise gab es den Trailer, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich von dem Film halten soll. Nee, Garina, lass mal den Regentanz. Bitte keine Spoiler zu Jurassic World. Wieso keine Spoiler? Bro, der Film ist 3 Millionen Lichtjahre draußen. Wenn du bis hierhin den nicht gesehen hast, hast du einfach Pech. Außer du meinst den Trailer. Dann doof. Aber dann würde ich mir jetzt einfach kurz die 3 Minuten nehmen und mir den Trailer halt reinziehen. Der Freeze, geil. Jetzt überlege ich gerade noch, ob wir noch irgendwas bekommen haben an Trailern. Zumindest keiner, der mich so interessiert hat, dass ich mich dran erinnere. Ich glaube, irgendein größerer Film kommt auch noch mal raus, aber ich glaube, der war mir egal. Ah nein! Die Amazon Prime-Serie, glaube ich, wurde noch mal gefeatured. Die Dings-Serie, die Herr der Ringe-Serie, die auf Amazon kommt. Wo ich mir denke, Gott, die könnte mir aber auch einfach nicht egaler sein. Ich habe nur gesehen, wie auf unserem Discord aka Steirer rumgerantet hat, dass die Scheiße sein soll. Und ich dachte mir so, ja, naja. Gab schon einen Stream nach der Direct, oder ist das die erste? Nee, wir haben am Freitag gestreamt. Da haben wir auch über die Direct geredet. Aber ich habe heute ein paar Best-ofs zu der Direct auch mir wieder angeguckt. Und ich dachte mir wieder, ja, doch, war eine geile Direct. Die hat sehr viel Spaß gemacht zum Zugucken, muss man einfach sagen. Hat einfach Spaß gemacht, muss ich sagen. War eine super Direct. Ich freue mich auf die meisten Spiele immer noch sehr. Ich muss echt überlegen, ich weiß halt nicht, ob ich mir dieses Wii Sports Spiel direkt kaufen will. Oder irgendwann in irgendeinem Bundle. Aber wäre halt schon cool so als Streaming-Option, dass man so sagt, jo, einmal im Monat drehen wir ein paar Runden im Mario Kart. Und einmal im Monat drehen wir auch ein paar Bowlingbahnen zum Beispiel und gönnen uns da ein bisschen.
Xenos können jetzt mit Waffen umgehen und der T-Rex muss nicht mehr wegen seinen kurzen Armen sauer sein. Ja, ich sag, wenn man kurze Arme hat, schon ein bisschen unangenehm. Da kann man kein Auge machen. Nee, aber das waren jetzt so die Dinge, an die ich mich erinnere, die ich heute in der Früh zumindest nachgeholt habe. So, deshalb habe ich mich da auch einigermaßen sogar drauf gefreut, muss ich gestehen. Und dachte mir so, geil, habe ich Bock. Revive. Boah, ich hier Stärke. Habe ich Stärke schon? Besitze ich Stärke? Hä? Hä? Ich bin jetzt nicht blöd, der Stein war davor schon da. Oder bin ich jetzt der Blöde? Okay, naja, ich denke mal, wir suchen hier lieber hier drin im Cliff Cave unseren Encounter. Okay, ich wollte nämlich sagen, weil wir dann vielleicht kein Wasser-Pokémon ziehen, aber hey. Morlord nehmen wir durchaus mal mit. Beschwere ich mich gar nicht so sehr, ist nochmal ein Ground-Type. Passt gar nicht mal so schlecht rein. Welcher Stein? Der Stärkestein. Da war doch davor einer. Da war doch zu 3 Millionen % einer da. Hier können wir jetzt nichts erzählen. Okay. Morlord gefangen. Wie viele Doppelkämpfe wirst du haben? Naja, ich habe die Vermutung, es wird so viele geben, wie es Special-Charaktere im Platin gibt. Das heißt, Urs wird wahrscheinlich noch kommen. Dann wird auch noch Charlie kommen. Das sind zwei, ich glaube, mit Raisa haben wir noch nicht gekämpft. Drei. Drei kommen noch mindestens. Es gab nie einen Stein. Ah, na gut. Morlord lächelt einfach. Ja, ich sag, ist auch ein geiler. Also, ich bin ehrlich, ich finde Morlord ist ein ganz guter Encounter. Ich weiß jetzt nicht, ob er hier in dem Game von selber Genesung lernen kann, aber wenn er das kann, dann ist er eigentlich ziemlich gut. Ich schaue mir jetzt nochmal an. Er ist eine coole. Ist mein Swampert, ne? Im Endeffekt. Ich habe jetzt quasi meinen Morlord bekommen. Mein Morlord, sage ich schon. Ja, danke, Downy. Danke dafür. Careful mit Anywhere ist sogar actually echt gut, muss ich sagen. Also mir gefällt das Teil sogar richtig. So von dem, was es kann. So als Partner für Garados und Togekiss eigentlich schon ganz nice. Weil zwar halt jetzt noch Georok drin, weil er keine EVs oder irgendwas hat, aber hey. Ansonsten würde bin ich mit dem Morlord. Wahrscheinlich gibt es irgendwas Geileres hier drin. Sowas hätte es Geileres gegeben. Fick dich, Spiel. Es war so klar, dass es irgendwas so viel Geileres geben würde. Und Flygon wäre nämlich auch ein Ground-Type gewesen. Mit dem ich wesentlich mehr zufrieden gewesen wäre. Und hallo, Yukiko. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen wunderschönen Tag bis hierhin und einen schönen Einstieg in die neue Woche. Ich glaube auch, dass... Ja, aber in dem Spiel heißt ja nicht Zuchtattacke gleich, er kann es nicht lernen. In dem Spiel heißt es nur, es kann es potenziell also haben. Weil wenn er Curse Plus Recover kann, dann ist Morlord actually ein echt guter Encounter. Weil dank Anywhere ignoriert er ja auch Stat Changes. Das heißt, er wird ja im Endeffekt... Ja, im Endeffekt würde er ja dann... Mashok wäre actually auch cool gewesen. Der würde im Endeffekt ja... Oh nein, nicht wirklich. Der würde ja im Endeffekt dann echt nur von Dings aufgehalten. Toxic. Komm mal mit einem Fick dich in Spiel in den Stream. So will man das doch. Das ist doch genau das, was wir alle wollen. So, ich encore jetzt den einfach mal und guck, was er macht. Hyperfang, schade. Das hat so semi-gut funktioniert. Meine Strategie, aber naja, leben wir jetzt mit. Ja, ansonsten irgendwas Spannendes bei euch? Oder habt ihr heute irgendwas gemacht am Valentinstag? Ich kann ja mal erzählen, ich habe meiner Freundin Blumen geschenkt, weil, ne, wir wollen ja irgendwann umziehen, die Stars, Ananas, und wollen halt deshalb jetzt nicht irgendwie krass Geld ausgeben. Und wir haben gesagt, wir schenken uns nichts, aber ich dachte mir, nee, du musst ja eigentlich schon, hä? Musst ja eigentlich schon Blumen schenken, aka, meine Mama hat mich gefragt, was ich ihr schenke. Und ich habe so gesagt, nix, wir haben gesagt, wir schenken uns nichts. Und dann hat sie mir so lange ein schlechtes Gewissen eingeredet. Oh, ich hätte gedacht, das reicht. Bis ich ihr dann doch was geschenkt habe. Wo sind meine Blumen? Warum soll ich die Blumen schenken, Jerry? Warum? Oder identifizierst du dich als meine Freundin? Wenn ja, kann ich dir sagen, du liegst falsch. Ja, ich habe es auf jeden Fall extra eigentlich so bestellt, dass diese Blumen genau heute am 14. kommen sollten. Natürlich kamen sie am Samstag an. Ich glaube, ich habe sie am Mittwoch oder Donnerstag bestellt. Irgendwie sowas rum. Ich
Ich weiß es nicht mehr genau, welcher Tag es war. Irgendwann letzte Woche auf jeden Fall. Und dann kommen die einfach am Samstag an. Und meine, weil ich war da auch genau in dem Moment bei meiner Freundin. Das war ziemlich nice. Und dann hat sie so gesagt, hä? Was ist denn das für ein Paket? Ich habe doch gar nichts bestellt auf meinen Namen. Und dann macht sie das Ding so auf. Ah, das habe ich mir gedacht. Und ich sehe schon, dass auf dem Karton so Blumensachen drauf sind. Und ich denke mir so, nee, das können ja eigentlich nicht meine Blumen sein. Das würde ja gar keinen Sinn ergeben, weil ich habe die ja für den 14. gestellt. Ja, waren doch die Blumen. War jetzt natürlich nicht sonderlich schlimm oder so, aber ich dachte mir auch so, wofür bietet man es an, dass am 14. diese Sachen kommen sollen, wenn sie dann halt einfach am 12. geliefert werden? Ja, also schön, ich kann auch sagen, ja, hätte sie dann auch normal bestellen können und sagen können, Schatz, mach sie bitte erst am 14. auf. Wäre aufs selbe hinausgekommen, stark. Trash-Tag heute, ja, nicht schlecht. Hab nichts gemacht, außer eine Dönerbox gönnen. Was bringt mir den Tag, wenn man keine Freundin hat? Ich sag, kannst dir ja selber was gönnen. Aber man kann auch so lieben, ohne eine Beziehung zu sein. Das habe ich auf Super RTL gelernt, nicht schlecht. Ich bin ehrlich, Spaßfakt am Rande. Ich verbinde tatsächlich... Ich verbinde ja actually... Jetzt habe ich gerade ein bisschen Angst. Weil der macht mir im Allgemeinen zu viel Damage gerade auf allem. Ich verbinde tatsächlich ein bisschen Super RTL mit dem Valentinstag, weil ich erinnere mich aus irgendwelchen Gründen. Fragt mich nicht, warum. An dem Valentinstag an eine Serie auf Super RTL, die mal lief. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Themen 06, das ist Toxin, oder? Ja. Ich weiß nicht mehr, wie die Serie hieß. Aber die bestand aus so, ich glaube, sie heißen Matroschka-Puppen oder so, diese Puppen, die so ineinander gehen. Also, ne, du machst so eine große Holzpuppe auf und da drin ist dieselbe Puppe in etwas kleiner. Die machst du wieder auf, da ist dieselbe Puppe drin in etwas kleiner. Und davon gab es auf Super RTL eine Serie für Kinder. War ziemlich weird, wenn ich so drüber nachdenke, wenn ich mich gerade so nebenbei reden höre, denke ich mir gerade, was für eine weirde, abgefuckte Scheiße ist das eigentlich. Aber ja, es gab so eine Serie in die Richtung und hieß die Higglistadthelden? Ich hätte jetzt gerade Higglistadthelden oder so im Kopf. Auf jeden Fall, da war einer, der grün war mit Brille. Ich erinnere mich nur, dass der Größte, glaube ich, blond war und irgendwie rote Sachen anhatte. Auf jeden Fall... In die Richtung auf jeden Fall gab es das. Und ich weiß, dass ich mich aus irgendwelchen mir wirklich komplett unbekannten Gründen teilweise, also einfach in Verbindung habe, dass es da eine Valentinstagsfolge gab. Und schieß mich ab, ich weiß nicht warum, fünfte Klasse, da habe ich es nicht mehr geguckt. Jetzt werden Leute sagen, freudscher Versprecher. Nein, auf jeden Fall habe ich mir da dann immer so gedacht, weiß ich nicht, es ist einfach so in meinem Kopf verankert, dass es da so eine Folge gibt und ich kann euch nicht erklären, warum es so ist. Hat gerade das Snowa unironisch das fliegende Driftblim angegriffen? Stark. Ja, da und es war Higglistadthelden, boah, ich bin so stark. Einfach eine Knospe in meinem Kopf ist so aufgeblüht und hat sich gedacht, ich weiß es jetzt. Synapse ist das Wort, was ich gesucht habe, nicht Knospe, aber ich habe einfach Knospe gesagt und habe versucht, irgendwas draus zu machen. Stark, Tony, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, so, ich glaube, damit habe ich jetzt eigentlich so ziemlich alles zusammengefasst, was mir zu den letzten 3 Tagen... Oh nein, wir haben gestern uns richtig geil Essen noch gemacht. Ich und meine Freundin, oder meine Freundin und ich, besser gesagt. Und, boah, war mega lecker. Es gab so ein Basilikum-Pesto mit Noodles. Und einer geilen, so eine Art Zitronensoße nenne ich es jetzt mal. Also war jetzt nicht, also Soße ist ein großes Wort dafür, würde ich sagen. Aber hat sehr gut geschmeckt und Hähnchen. Und davor haben wir uns so Bruschetta gemacht. Aber nicht so normale Bruschetta, sondern mit Ziegenkäse und Pfirsich, war überraschend geil. Und danach, okay, Ibitak noch, dann sollte Stormkun fallen sein. Und danach haben wir uns noch richtig geil... so eine Art Schoko-Brownie-Schokomuffin mit so einem flüssigen Kern gemacht. Und ich wusste actually nicht, dass Sachen mit flüssigem Kern machen, also dieses Schokotörtchen mit flüssigem Kern machen, so einfach ist. Das geht wirklich, also das ist actually wirklich richtig einfach.
Und jetzt habe ich schon Bock, mir das öfter zu machen. Weil das war ja mega. Also ich sage euch, flüssiger Schokokern, dazu dann noch ein geiles Vanilleeis. Boah, das war geil, sage ich euch, Freunde. Lecker. Und Samstagabend haben wir uns noch richtig dick indisch gegönnt. Da habe ich wieder mein Butterchicken gegessen. Und oh, ich sage euch, wie es ist, ne? Ich glaube, Butterchicken echt mein neues Lieblingsessen. Es ist so geil. Und ich liebe, glaube ich, Naan. Vanilleeis ist einfach das langweiligste von allen. Gehe ich mit? Ich würde auch niemals, wenn ich jetzt einfach so nur Vanilleeis essen würde, also ich würde mir niemals so Vanilleeis kaufen. Außer in diesen, wenn ich, also würde ich jetzt in eine Eisdiele gehen, würde ich mir niemals Vanilleeis kaufen. Das einzige, diese Packungsdinger, wo es so Schoko, Bananen, Split und so Zeug gibt, da kaufen wir meistens Schoko, Vanille, Bananasplit und dann wird da alles, tue ich mir von allen drei was in meinem Becher und da esse ich das maximal. Und halt, wenn es zu so einem Schoko-Ding ist, weil da, finde ich, passt Vanille sehr, sehr gut dazu, muss ich gestehen. Einfach 10 Minuten früher aus dem Ofen holen. Ah, so nicht. So ist das nicht gemeint, der Herr. So nicht. Ich glaube, das ist jetzt actually das letzte Battle. Das wäre auch sehr angenehm, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, das war auf jeden Fall sehr geil. Und jetzt würde ich gerne mal probieren, Naan selbst zu machen. Weil das Butternaan beim Inder, ich glaube nicht, dass das so komplex ist. Ich lieb's. Also wirklich, Butternaan ist ja eins meiner neuen Traumgerichte gefühlt geworden. Muss ich gestehen, aber ich würd's halt einfach auch gerne selber hinbekommen. Also ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, dass sobald ihr irgendwas Geiles esst, ihr euch so denkt, boah, das muss man doch selber machen können und das ist ja dann im Endeffekt auch meistens billiger. Und deshalb denke ich mir so, da geht man rein. So, ich glaube, jetzt habe ich alles von meinen letzten drei Tagen zusammengefasst. Der Uni wird zum Inder, ey. Ich glaube, ich wäre ein guter Inder. Also, ich würde das Essen halt an dem Punkt sehr gerne essen und sowas. Damit hätte ich halt gar kein Problem. So indisch und, wie heißt's? Oh, mexikanisch. Ich glaube, das sind momentan immer so ein bisschen meine Highlights. Oh, wobei, wenn das, ich glaube, das wird ja gesplittet gerechnet. Aber wir sollten das nochmal ein bisschen, oh, so viel besser haben wir das gar nicht weggesteckt. Wenn jetzt ein Erdbeben kommt, wird schwierig. Bitte nicht. Lass es, Graveler, lass es. Oder stirb einfach, das wäre noch besser. Oh. Der stirbt ja wirklich. Damit habe ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Die Kugel macht immer Boom. Ist das so festgeschrieben? Kann gut sein. Auf jeden Fall, mexikanisch und indisch mega geil. Feiere ich momentan absolut. Vanille mega geil zu einer. Ja, aber ich würde ja zum Beispiel niemals. Kann ich da einfach so Panferno reinwerfen? Ich weiß, ich glaube sogar Jolteon ist das Beste. Vanilleeis so ist mega langweilig. Das Lektor hat einen meiner No-Death-Runs beendet. Du hast einen No-Death-Run in Sacred Gold gemacht? Respekt. Ich habe langsam das Gefühl, dass das Nibel hier Techniker hat. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber mich beschleicht ein leises Gefühl, nachdem der Damage-Output mit dem Pursuit gerade ein bisschen gigantisch war. Aber ja. Das auf jeden Fall war geil. Damit habe ich jetzt, glaube ich, auch schlussendlich alle drei. Nee, Demon Slayer-Finale war am Sonntag. War auch sehr geil. Habe ich auf jeden Fall sehr genossen. Halten wir fest, Vanille kommen mit anderen Sorten immer geil, Vanille alleine mehr. Ja, das würde ich auch sagen. Also, ich würde aber auch, ich bin ehrlich, ich würde jetzt auch nicht in eine Eisdiele gehen und mir denken, ich hätte gern eine Kugel Vanille und Schokolade, bitte. Weil, nee, weiß ich nicht, nee, finde ich langweilig. Also, ich würde eher, also ich weiß gar nicht, was eigentlich so immer meine Go-To, ich überlege gerade, ich glaube, meine Go-To-Sorten sind meistens Banane, Stracciatella. Boah, habe ich eigentlich noch irgendwas? Eigentlich meistens Banane Stracciatella, glaube ich sogar. Ah, das sind so die meisten. Ehren Upper Moon 6, oh ja. Auf jeden Fall war sehr gute Folge gestern. Und ansonsten Modern Family wieder geguckt. Ich finde Modern Family. Wisst ihr noch, als ich gesagt habe, ich kann mehr Serien mit einer schwenkenden Kamera nicht sehen? Ich glaube, Modern Family
kriegt es gerade hin, dass es mich nicht mehr stört. Das heißt, demnächst werde ich wohl in Brooklyn Nine-Nine reingehen müssen. Oh, ich sage euch, wie es ist, Modern Family so witzig. Leck mich fett am Zuckerli, ist Modern Family witzig. Ich glaube, ich habe lange nicht mehr wirklich so viel bei einer Serie gelacht. Also Modern Family ja giga witzig. Ich dachte so, Friends wäre so Peak-Zeit für mich wieder gewesen, was so eine längere Serie angeht. Aber Friends fand ich halt einfach so zum Anschauen cool, so How I Met Your Mother mäßig. Ne? Man lacht halt nicht konstant, denkt ja, ist eine coole Serie. Aber Modern Family, da denke ich mir so, jetzt wird es Zeit wieder lachen. Ja, das klang jetzt irgendwie weird. Aber ist sehr witzig auf jeden Fall. Finde ich sehr nice. Ich gehe mal mit Brombeere oder Himbeere und einem nicen Cookie-Eis. Cookie-Eis stark. Himbeere finde ich auch eigentlich. Ich bin gar nicht mal so ein Freund von normaler Himbeere. Himbeereis wiederum finde ich wieder ganz cool. Finde ich zum Beispiel besser als Erdbeereis. Ich kann mir nicht erklären, warum. Dafür mache ich Erdbeeren lieber als Himbeeren. Frag mich nicht, nach welcher Logik es funktioniert. Das ist so. Aber Brombeeren mag ich nicht. Ich muss aber auch sagen, ich habe auch noch nie irgendwo Brombeereis gesehen. Also würde ich mich jetzt nicht dran erinnern. Dann hast du noch nie so ein Vanilleeis gegessen, wie aus meiner Stammeis. Ich glaube, selbst wenn es das beste Vanilleeis der Welt wäre, ich glaube, dafür finde ich Vanille einfach vom Geschmack her zu langweilig. Zu. Ach, du. Echt jetzt auch noch die? Aber danach kommt ja im Endeffekt eigentlich schon die Arena. Deshalb ist es eigentlich nicht schlimm, ja, dann rein da. Wobei, will jemand. Sollen wir. Komm, wir machen einen Poll bei der. Bei der können wir jetzt einen Poll machen. Komm. Das ist ja Boss. Oder kommt noch ein krasserer Kampf? Ich glaube nicht. Oder kommt da einer? Also mir würde jetzt zumindest keiner einfallen. Habe ich Paul gesagt, ist ich meine Wette. Da und die Urs fehlt ja noch. Oh, stimmt. Dann kommt wahrscheinlich noch einer. Dann brauchen wir wahrscheinlich doch keinen. Ja, jetzt haben wir aber schon die Wette, das passt schon. Im Allgemeinen mag ich Bären-Eis einfach gerne. Ich muss auch sagen, Bären sehr interessant. Also, sind schon sehr nice. Gehe ich tatsächlich mit. Banane-Eis ist Gold. Ich bin sowieso, ich bin großer Bananen-Fan. Also auch was so Obst angeht. Also Banane geht immer. Ich feiere die. Also ich bin großer, also ich bin sehr langweilig. Ich mag Apfel und Banane sehr gerne. Was ich prinzipiell gerne mag, ist, wenn eine Birne relativ weich ist. Dann bin ich auch großer Fan von Birnen. Im Sommer mega erfrischend. Ich sage, im Sommer ist auch Zitroneneis sehr stark, weil das auch sehr erfrischend ist. Weil sonst habe ich Toilettenverbot. Ah, was? Okay, na gut. Aber du hast doch jetzt schon die Wette erstellt, dann musst du ja doch nichts machen. Wir werden es schaffen, bis du aufs Klo gehst, hier nicht einfach alles wegzuspringen. Und Tarnflamme hat anscheinend sein unteres Ausrufezeichen gefunden, sein spanisches auch nicht schlecht. Kurz spanische Tastatur angemacht. Einmal mal spontan. Oh, ich habe auch auf Twitter gesehen, einer, dem ich folge, Kev, ich weiß nicht, kann vielleicht dem einen oder anderen was sagen, vielleicht auch nicht. Ist jetzt bei Vodafone. Und Vodafone einfach direkt reingeschissen. Weil anscheinend schon vier Störungen bei ihm waren und ich denke mir so, willkommen bei Vodafone. Ach ja. Das ist der Wahnsinn. Deutsche Internetanbieter, ne? Sie sind einfach grandios, muss man einfach sagen. Also geht ja auch gar nicht. Okay, ich bin ehrlich, ich wusste nicht, dass er es kann. Okay, wir leben. Ich bin ehrlich, ich wusste nicht, dass der das kann. Hatte ich gerade kein bisschen auf dem Schirm. Ich habe gerade so überlegt, was der mir machen könnte. Und dann dachte ich mir so, Aquatail maybe, aber wenn er den hat, dann nicht schlecht. Dann nicht schlecht, weil ich dachte mir so, Crunch, Glare, Gangshot, gut von mir aus. Aber mit Seabomb habe ich jetzt nicht gerechnet. Deutsches Internet ist allgemein Abfall, das ist absolut korrekt. Ich würde erstmal vielleicht eine potenzielle Puder-Attacke abfangen. Oder den Kill auf Kappa. Also den Kill besser gesagt auf Georock. Drain Punch. Na gut. Ich weiß nicht, was Vileplume und Duflo mit Drain Punch haben. Ich verstehe nicht genau, warum die das können. Könnte ich gegen den Growth. Ich guck mal, kann ich gegen den Growth klicken? Puder-Attacken haben. Ich dachte, Puder-Attacken funktionieren. Hui! Na, der Balken ging aber jetzt schnell runter, du. Ich dachte, Puder-Attacken funktionieren nicht. Okay, Paddle Dance kommt, das ist schon eher okay, aber... Der Balken ging mir gerade aber ein gehöriges Stückchen zu schnell runter. Huiuiui.
Na gut. Wurde erst ab Gen 5 gefickt. Ich dachte, dann ist es wirklich nur. Aber Pilzspore, glaube ich, hittet halt keine. Dings-Pokémon, oder? Pflanzen-Pokémon. So, wir softboyen einmal kurz in der Runde, damit wir uns wieder hochheilen. Und der muss ja nochmal Paddle dancen. Da komme ich eh nicht dran vorbei, deshalb ist eigentlich eine gute Runde für uns. Ist alles in Ordnung? Ja, okay, passt. Jo, ich überlege gerade, was habe ich sonst? Habe ich sonst noch irgendwas gemacht? Ich habe mir den MPBL-Kampf von Flobert angeguckt und mir wieder gedacht, Mann, da ist zum Zugucken actually echt interessant. Also habe ich nicht erwartet, dass es so interessant ist. Ab Gen 6, oder? Ich glaube. Boah, weiß Sleep Powder. Nee, ich hätte auch schon hier gesagt, dass Sleep Powder nicht funktioniert. Es kann sogar sein, dass es Gen 6. Also was in Gen 6 auf jeden Fall nicht mehr geht, ist zum Beispiel Ground-Types zu paaren. Jinx. Der ist tatsächlich ein Riesenproblem. Der zerfetzt mir mein komplettes Team. Der zerfetzt actually mein komplettes Team. Ich bin ein bisschen Icebeam anfällig. Und vor allem, wenn Panferno weg ist, dann noch. Ah, natürlich hätte der den. Okay, das waren jetzt 61. Vielleicht wäre sogar ein Panferno-Switchout besser gewesen und ich hätte drauf gegambelt, dass ich schneller bin. Aber in dem Moment, Psychic wird ja weniger machen und potenziell sind wir auch noch schneller. Er hittet wieder den Blizzard, ich kotze. Ah, ich glaube, ein Switchout wäre besser gewesen. Fick dich. Fick dich doch. Ja, damit sind wir wieder an dem Punkt angekommen, wo ich sagen kann, heute wieder katastrophaler Stream, was Pokémon angeht. Wunderbar. Ich lieb's. Ich lieb's. Ja, wer Panferno one-shottet, Panferno das Ding. Weil ich hätte gesagt, Panferno one-shottet das Ding nicht. Jetzt muss Panferno one-shotten. Deck! Das Problem ist halt, dass das Jinx in Runde 2 auch einfach Psychic hätte drücken können. Der war nicht geforst, hier an dem Punkt nochmal Blizzard zu drücken. Hätte auch eine random Psychic sein können. Ja, jetzt muss ich Flo hier reindonnern. Was waren da 35 Death hätte? Ja, ja, also ich ging auch stark davon aus, dass es killt, aber. Also mein Problem war tatsächlich eher, dass ich Angst hatte vor, dass Psychic. Reicht jetzt auch wieder. Also wenn er jetzt Sucker Punch hat, nimmt er mich raus, weil ich kann Togekiss jetzt nicht potenziell hier riskieren. Donnerblitz. Okay, weg damit. Mega geil. Man liebt's. Der hat Glückspilz. Ja, ja, da also. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn er keinen Glückspilz gehabt hätte. Ja, gut, dass wir jetzt einen Morlott haben, oder Freunde? Das ist doch eine sehr schöne Synergie. Wow, TM84, halt die Schnauze. Was ist TM84? Poison Jab. Ich bin ehrlich, ich. Ach, Satzenia kann gar kein Poison Jab. Ja, gut. Ich wollte gerade sagen, ich würde es noch nicht mal Satzenia erstmal noch nicht beibringen. So, ich glaube, hier kommt jetzt erstmal noch nichts. Genau, und da oben stehen dann wieder welche. Da könnte maybe der Urskampf dann kommen. Och, Mann. Oh, ich habe vor allem meinen Bedroher, Mann, verloren. Das ist so scheiße. Schade, Gyarados. Imagine, also wenn Honchko das überlebt hätte, hätte ich auch nicht gewusst, wie er das gemacht hätte, bin ich ehrlich. Okay, jetzt bin ich. Ja, wobei. Was ist, wenn wir. Ist Tentacruel maybe besser? Weil Tentacruel würde mir die Ice Resistance geben und dann komme ich nicht wieder an. Die Problemstelle, an der ich gerade war. Das hast du letztes Mal schon erwähnt, Tarnflamme. Es hat es jetzt auch immer noch nicht besser gemacht. Oder ist Sidra King sinnvoller? Vor allem scheinst du ja auch dann, wenn du es halt immer wieder machst, scheinst du ja auch nicht draus zu. Ich bin ja Bandit Infernape. Ah. Oh. Beziehungsweise meine Angst war aber auch ein bisschen, dass das Jinx-Potenzial auch schneller ist durch das eine Level. Aber eigentlich, ja, wir waren Jolly. Aber er hätte eigentlich auch Psychic drücken können. Das Problem ist, ich bin halt Gigapsycho anfällig.
Also mein Team ist tatsächlich gegen viele Typings echt nicht geil aufgestellt, wenn ich das gerade so sehe, ne? Ich sehe aber auch nichts in meinem Team, was ich dagegen groß machen könnte. Ich überlege schon gerade, Georok rauszudonnern und dafür Kingdra reinzunehmen. Wofür brauche ich einen Ground-Type, um Steels zu besiegen? Ja, nein, Georok besiegt keine Steel-Types. Um Electric-Types zu besiegen. Ja. Das wäre maybe der einzige Grund. Ansonsten habe ich mit Jolteon noch eine Immunity. Ich bin am Überlegen, ob wir. Wenn das halt wenigstens ein Golem wäre. Ich glaube, wir nehmen sogar Kingdra statt Dings rein. Oder? Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß es halt echt nicht. Das ist actually echt scheiße. Also, wir sind da in einer eher nicht so. In einer eher bescheidenen Position, nenne ich es jetzt mal. So, ich level die mal kurz ein bisschen noch. So, dann brauchen wir auf jeden Fall erstmal Surfer noch auf Tendercruel. Der läuft mir hier garantiert nicht mehr nur mit dem Bubble Beam herum. Nimm Ten Morlord über Tenta und Kingdra über Georok, aber dann bin ich ja immer noch erst noch eins. Es geht ja. Nein. Ich wollte gerade sagen, wehe. Kann ich jetzt echt nicht heilen? Wenn ich jetzt rausgehe, bin ich tot. Weil das Problem ist, sonst bin ich ja wieder Giga Ice Weak, wenn ich Morlord plus Kingdra mache. Ich bin eher am Überlegen, ob wir Morlord. Aber das ich kann auch Morlord gerade nicht reinnehmen, weil Morlord nicht gelevelt ist und keinerlei EVs hat. Der kriegt einfach nur aufs Maul, aufs Fressbrett und ist weg. Also, kann ich noch zurücklaufen, wenn ich jetzt rausgehe? Oder nicht? Ich halte jetzt einfach alles mal hoch. Und dann werde ich es ja jetzt gleich erfahren. Kannst du halt deinen Box heilen? Hätte ich machen können, ja. Jetzt ist schon zu spät, jetzt ist egal. Ich glaube, ich habe eh relativ viel Geld, deshalb ist es jetzt nicht gigantisch schlimm. Es ist natürlich auch nicht gigantisch geil, aber auch nicht gigantisch schlimm. Wir packen mal Togekiss vor. So, und dann packen wir hier mal ein sogenanntes Tentacruel rein. Oh, das mit Gyarados nervt mich jetzt. Vor allem, weil es halt auch einfach wieder ein dummer Crit war. Ich sag, Satzenia könnte man sogar auch überlegen, rauszuwerfen. Das war bisher. Oh, okay, wir hätten sogar wirklich dingsen können. Ja, ist jetzt egal. Ah. Aber ja, ein PC heim fürs nächste Mal, merke ich mir das. Dass ich ja dann einfach dahin kam. Zangoose und Sichlor. Na gut. Beides jetzt nicht unbedingt Monster, über die ich giga glücklich bin ich ehrlich. Okay, Zangoose ist der schnellste auf dem Feld. Das ist okay, weil wenn er mit CC Absol wegplättet, wahrscheinlich wäre die Käferattacke hier auf Absol gekommen und dann Try-Attacke ich den wenigstens in die nächste Dimension. Okay, das ist actually, wir müssen uns merken, ein schwieriger Punkt im Spiel. Also Doppelkämpfe und durchaus schwierige Kämpfe, weil die sind auch alle vom Level her sehr gut dabei und von den Mons, beziehungsweise auch von der Coverage her sehr stark. Also da kann ich wirklich nichts gegen sagen, die sind wirklich gut aufgestellt. Also ich meine, allein Seed Bomb Arbok mit Gangshot auch ist tatsächlich. Oh, du Stück Scheiße, du. Jetzt will das mir aber auch einfach nur reindrücken. Vor allem, als ob nicht der Bedroher direkt getriggert wird. Hä, was ist denn das für ein Fake? Ich dachte eigentlich immer, dass das direkt getriggert werden muss. Jetzt geht er auch noch auf den Crit. Und jetzt dodget er auch noch meine Try-Attack. Okay, das wäre aber jetzt. Avalanche, das wird wehtun. Das wäre jetzt, denke ich mal, die Option, Jolteon reinzuschicken. Weil. Das sollte eigentlich passen. Doppelteam kommt, das ist mir egal. Wir haben eine Schockwelle zur Not. Und wenn Bounce auf Jolteon kommt, ist das egal. Ich weiß gar nicht, ob Bounce mich paralysieren kann oder ob das irgendwann erst später geht. Okay. Solange Urs die ganze Zeit gefokust wird, damit kann ich leben. Avalanche kommt und er nimmt Sichlor raus. Okay. Ne, wobei, der lebt das, glaube ich. Ja, ich wollte gerade sagen, er lebt das noch. Finde ich jetzt nicht schlimm, dass Sichlor kann gerne noch ein bisschen da bleiben. Wenn er das Ursaring angreift, soll er Ursaring weiter angreifen. Und ich schaller lieber das Gyarados weg. Ich wollte gerade sagen, ich würde gerne meinen Ursaring in einem Playthrough benutzen. Und da ist mir aufgefallen, ich habe ja Ursaluna benutzt. Urs hat also einen Ursaring. Oh,
Yukiko, der Wahnsinn. Was dem alles auffällt, ne? Der Junge kennt sich aus. Aber ich habe noch nie wirklich so ein normales Ursaring benutzt. Ich mag Ursaring eigentlich. Ich finde ihn cool. Seit der BRL, wo er ein bisschen geballert hat. Da finde ich ihn sehr cool. Ursaluna passt aber nicht zu Ursaring. Ja, da gehe ich mit. Da gehe ich komplett mit. Mawile plus Houndoom. Gibt es da einen guten Switchout? Tatsächlich gibt es einen guten Switchout. Tentacruel ist eigentlich ganz gut. Weil es gibt noch keinen Psychic Fangs. Solange der jetzt nicht random Thunderfang gegen mich auspackt, ist alles gut. Fireblast kommt. Auch wieder gegen Houndoom. Ich habe das Gefühl, die mögen Urs nicht. Habe auch einen Ursaluna verwendet, war ein Elitemon und sehr groß und stark. Ich hatte keinen Elite-Ursaluna. Aber ich sag, natürlich greift der physisch an. Achso, warte, das war Mawile, nicht Houndoom. Nevermind, okay. Dann mache ich nicht so viel Auge. Das Problem ist nur, wenn die mich jetzt beide fokussen, ist nicht so geil. Andererseits habe ich keinen Switch-In. Ich überlege sogar, ob Panferno nicht eigentlich nice wäre, aber mit CC, glaube ich, droppe ich mich zu nervig. Ich glaube, ich surfe einfach. Ja, wollte gerade sagen, wahrscheinlich wird das Lucario weggeballert. Ursaring-Entwicklung müsste so ein wütender roter Bär sein, nicht traurig und alt. Ja, also, ich finde auch, es passt überhaupt nicht. Also, wenn, hätten sie irgendeine Ursaring-Form machen müssen, die dann sich in Ursaluna entwickelt. Weil das würde wenigstens Sinn ergeben, beziehungsweise das könnte man so gestalten, dass es funktioniert. Weil man kann es sein, dass Urs jetzt kein Pokémon mehr hat, wenn er schon Lucario reingeschickt hat. Urs, wenn du jetzt kein Pokémon mehr hast, ich schwöre, ich trete dir in die Eier. Okay, Fan Attack noch von Mawile, das ist mir egal. Weil wir Mawile two-shotten, das ist ganz... Ah! Ja, der Crit versaut mir jetzt wieder einiges. Natürlich hat Urs kein Pokémon mehr. Ich kann ja nicht wechseln. Wen soll ich wechseln? Panferno. Dann drücke ich CC und potenziell kommt eine Random Coverage, die ich mal wieder nicht auf dem Schirm habe. Hat Mawile irgendwas, um meinen Panferno zu hitten? Ich weiß es nicht. Ich glaube, im Endeffekt sollten wir jeden Move leben. Oh mein Gott, er hat... Ich bin so... Ja, der geht jetzt volle Kanne auf meine Kappe. Ich denke die ganze Zeit, Mawile könnte ja den Donnerzahn haben. Da sollte man eventuell vor aufpassen. Ich glaube, wir hätten einfach in Panferno gehen sollen. Ja, jetzt bin ich leicht getiltet. Jetzt meine dumme Züge. Ja, und für den Kampf hat Urs halt auch ein katastrophales Team, bin ich ehrlich. Ich drücke jetzt CC und guck, was passiert, weil ich kann mich, ich bin auf einen Move auch gelockt. Ist halt auch die Sache. Was ein okay, das ist wirklich der beschissenste Kampf von allen, weil bei Urs kippt halt einfach nur konstant alles um. Also wirklich, es kippt halt einfach nur konstant irgendwas um. Okay, Mawile hat nicht so mein Panferno zu touchen. Ja, das wäre halt geil gewesen. Ja, hätte ich aufgepasst, hätte ich Fan Attack, Iron Head. Haben wir Crunch gesehen? Ich glaube nicht. Mein Tentacruel ist jetzt kein gigantischer Verlust, aber es ist halt auch kein geiler Verlust, weil T-Spikes eigentlich cool gewesen wären. Jetzt nicht in Hinsicht auf den nächsten Orden, weil der Stahl. Aber so allgemein halt echt nicht so cool. So, und was hast du noch? Ein Granbull. Kann ich gegen den wechseln? Ich glaube, actually, ich kann nicht gegen den wechseln. Ja, doch, Stone Kuhn sollte eigentlich reinkommen können. Er krittet natürlich mal wieder. Warum sollte er auch nicht kritten? Was? Warum schleck? Weißt du, alle kommen hier mit ihren Hardcore-Sets und Coverage und alles. Und dann kommt Granbo, der sich denkt... Schlecker. Warum? Hat er jetzt unironisch... Ist unironisch die Taktik Headbutt, Lick, Para? Ja, hat gut funktioniert. Ich dachte am Anfang, Ursaluna sei eine alternative Teddy-Ursa-Entwicklung. Das hätte auch dreimal so viel Sinn ergeben. Also nicht das... Ich fände es auch nicht mega geil. Ich sage, ich hätte gerne irgendwas dazwischen gehabt. Ich hätte Teddy-Ursa. Alternative Ursaring-Entwicklung, das in Ursaluna wiederum gehen kann. Übrigens finde ich es traurig, dass das normale Barschuft keine Evoliten tragen kann. Naja, dafür kann halt das andere Barschuft das... Ich meine, wir dürfen jetzt nur mal ein Pokémon... Nee, zwei Pokémon dürfen wir sogar fangen, ne? Also, maybe... Ziehen wir jetzt ein paar gute Mons noch. Was? Du gibst mir doch sicher irgendwas. Oh, Upgrade. Hier kriegen wir erst das Upgrade. Boah. Das ist spät. Das ist wirklich spät. Schön, dass meine zwei... Dass meine... Gut, jetzt bin ich sehr dankbar über dieses Morlord, muss ich sagen. Weil meine Wasser-Pokémon gerade alle so richtig schön dezimiert werden. So, Kingdra kommt wieder rein. Was heißt wieder? Aber dann kommt halt jetzt Kingdra rein.
Actually habe ich durchaus Bock, Kingdra zu benutzen. Aber das ist kein Brick Water Type mehr. Ja, naja. Ist schon ein bisschen bulky, ne? Ich weiß nicht, ob es ein Upgrade ist, den Undicht-Typen zu haben, dafür den Wassertypen zu verlieren. Warte, über wen reden wir jetzt? Jetzt bin ich verwirrt. Über welches Pokémon reden wir gerade? Nugget, okay. So, schauen wir mal, was gibt's hier? Baldurfisch. Wann sind wir zu... Oh mein Gott, ernsthaft. Wann sind wir zu Baldurfisch gekommen? Aber ich feiere Baldurfisch eigentlich. Ich mag auch das Undicht Baldurfisch. Würdest du lieber für immer YouTube-Videos produzieren oder für immer auf Twitch streamen? Ich würde lieber für immer YouTube-Videos produzieren. Weil ich YouTube-Videos so ein bisschen angenehmer finde, wenn ich ehrlich bin. Downy? Ja. Und nicht Gift ist er doch. Und hallo Powerpika. Ja, ich habe doch... Ich habe doch gerade über den mit Evolite geredet. Ach so, jetzt. Ich habe nur gesagt, dass ich das Gift-Typing eigentlich ganz gut finde. Ich schlag mich nicht gleich. Aber hallo Powerpika, ich hoffe, dir geht's gut. Und ich würde tatsächlich eher immer YouTube-Videos machen, weil ich es angenehmer finde, muss ich sagen. Weil ich mag es tatsächlich lieber, wenn ich so eine Stunde habe, wo ich halt so aufnehmen kann. Vor allem, weil du dir das besser in den Tag irgendwo reinschieben kannst. So, wenn du mal eine Stunde nichts zu tun hast, kannst du es machen. Für einen Stream musst du dir halt echt teilweise Zeit nehmen einfach. Und das geht halt nicht. Funktioniert halt einfach nicht. Wenn du da eine Stunde Zeit hast, dann denkt man sich jetzt nicht, oh Mann, jetzt den Stream anwerfen für eine Stunde, das lohnt sich. Meine Streams sind jetzt auch nicht gigalang, aber über eine Stunde ist schon drin. Über eine Stunde sollte schon drin sein. Ich merke gerade, Schäfi hat noch kein Item. Dann hat er jetzt eins. So, und dann wollen wir noch einmal hier rein. Ich würde das auch gerne tun, aber meine Eltern machen so vieles kaputt. Ja, das ist sowieso... Also noch bei den Eltern zu wohnen, ist sowieso mit das Schlimmste, was das angeht, weil... Wenn die irgendwas von dir wollen... Oder auch... Allgemeines... Ui! Okay, das ging jetzt schnell, muss ich sagen. Bin ich positiv überrascht. Ich glaube, Magband actually gar nicht mal so ein schlechter Encounter hier. Ich weiß nicht, was es hier noch gegeben hätte. Aber Magmar nehme ich jetzt einmal mit. Wobei ich nicht weiß, wo wir den Magmarisierer kriegen, ne? Wenn wir den halt irgendwo spät kriegen, dann ist schwierig. Wenn er den tragen kann, das wäre eine interessante Information, könnten wir uns nämlich Magbrand direkt machen. Der wäre wiederum ganz nice. Weil wir kriegen auf jeden Fall Flammenwurf und Donnerblitz. Das funktioniert auf jeden Fall. Ofenkäse, okay. Ich bin ehrlich. Irgendwie gefällt mir der Name richtig gut auf dem. Vielleicht liegt es auch... Ah, wir können kein R machen. Bist du auch noch immer mit dem Namen zufrieden, Jerry? Auch wenn wir kein R machen können? Ofenkäse, starker Name. Und sagt die nächste GPL-Season dann einfach alles nach Käse benennen? Ich bin momentan am Überlegen, was mein nächstes Theme wird. Weil ich mache ja immer so Essens-Themes. Und ich bin am Überlegen, ob ich einfach mein Nudel-Theme nehme, was ich mir überlegt hatte. Käse wäre jetzt noch auf der Platte, Magmarisierer im Eispfad erst. Ich bin ehrlich, Eispfad ist jetzt nicht mehr so weit weg, deshalb beschwere ich mich gar nicht. Wow, Tim mit Girafarik. Naja, okay, beschwere ich mich jetzt nicht zu sehr, ist gar nicht, dann ist okay. Und ein Jolly Magma. Oh ja, erstmal das gute alte Belly Drum Set spielen. Oder Freunde, Dach, Dach. Eissorten, nee, Eissorten ist zu langweilig. Hattest du schon Gewürze? Ich bin mir sehr sicher, dass wir Gewürze hatten. Weil, wann hatten wir Gewürze? Gewürze hatten wir doch... Hatten wir Gewürze nicht echt erst? Erfrischungsgetränke. Ja, Upi, ich muss übrigens gerade kurz was klären. Hatten wir Erfrischungsgetränk? Nee, ich wollte nicht sagen. Gewürze, war das UPP? Ich glaube schon. Ja, da hatten wir nämlich Kurkuma
Unser Sandama und sowas, ja. Das war sogar die letzte Liga, wo wir Gewürz hatten. Nee, Salat ist zu langweilig, weil bei den meisten Salaten das Wort Salat halt vorkommt. Also Käse wäre, glaube ich. Das sind Trainer. Oh. Das ist aber interessant, das finde ich ja großartig. Oh mein Gott. Warum kann der einfach Earth Power, aber okay. Und ich muss offensichtlich noch Surfer beibringen. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich wollte. Verdammt. Mach mal den dummen Bubble Beam da weg. Gewürze war die letzte Liga, genau. Dann hatten wir noch. Was hatten wir noch? Wir hatten Milchprodukte. Käse müsste man halt gucken, ob wir das zusammenbekommen. Nudelsorten wäre die. Die verschiedenen Fische. Nee, ich glaube, bei Fische wäre ich auch raus. Das liegt aber auch, glaube ich, da zum Teil daran, dass ich jetzt nicht der größte Fisch bin. Essen aus aller Welt. Da kann auch Butterchicken mit rein. Aber Essen aus aller Welt ist, glaube ich, zu breit gefächert. Beziehungsweise, wobei meinst, wahrscheinlich meinst du mit Essen aus aller Welt halt wirklich so. So Sachen, die halt auch actually, also wie Butterchicken halt heißen. Und nicht sowas in Richtung, wie was ich gerade im Kopf hatte, wo ich mir dachte, hä, es ergibt ja keinen Sinn, dass ich dann einfach wieder random Milchprodukt nehme. Pilze und Snacks hatten wir. Was für Snacks? Wir hatten Snacks? Stimmt, in der BL hatten wir Snacks. Oh mein Gott, da ist ein Doppelkampf, den man nicht will. Okay. Ich glaube, ansonsten haben wir jetzt alles hier gemacht. Und den Rest ignorieren wir einfach gediegen. Okay. Ja, ich glaube, dann haben wir soweit eigentlich alles, ne? Ich wüsste jetzt nicht, was. Ja, dann können wir auf jeden Fall zur Arena gehen und. Also ich bin momentan großer Fan von Käse- und Nudelsorten. Das ist momentan so ein bisschen Highlight. Bin ich ehrlich. Habe ich das. Habe ich den Geheimtrank schon? Hä? Wenn ich den Geheimtrank nicht hier hole, wo hole ich dann den Geheimtrank? Alles, was mit Kartoffeln zu tun hat. Also das Ding ist, es darf halt nicht so sein, dass sich die Namen zu sehr doppeln. Hä? Bin ich gerade blöd? Pass auf die Cap auf. Naja, wir haben, glaube ich, keine Gegner mehr tatsächlich. Ich glaube, wir gehen dann einfach in die Arena. Den hast du schon im Amphi. Ah, habe ich schon. Oh, ja gut, dann habe ich nichts gesagt. Ton Hobby doch gar nichts gesagt. Ton geh mal. Nein, die Mose geh. So, weg mit Pelipper. Die EVs nehme ich mit. Mantax. Die EVs nehme ich mit. Komm dann nicht straight up jetzt die Arena. Die EVs nehmen wir einmal fix mit. Weil ich glaube. Oder kommen hier, ist es hier anders und hier kommen noch Kämpfe. Eigentlich müsste man auch das Team maybe sogar ein bisschen anpassen. Ja, zum Beispiel Baguette für Frankreich. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass ich mir thematisch da ein bisschen zu viel wegnehme. Okay, nee, es würde hier direkt der Kampf kommen. Na gut. Das Ding ist, Morlord mitzunehmen wäre halt schon geil, ne? Heißt, ich muss Morlord ein wenig leveln. Wer muss denn auf jeden Fall raus? Also Togekiss möchte ich in der Stahlarena eher nicht. Wobei, eigentlich ist Togekiss, glaube ich, ich kann mir ja Flammenwurf holen, fällt mir gerade auf. Eigentlich ist Togekiss, glaube ich, sogar echt gut für die Arena, weil wir haben eine Immunität gegen Boden und einen Flammenwurf. Meine Damen und Herren, bist du ein bisschen lost? Ja, ein bisschen. Oder einfach Milka-Sorten. Solange das Milka-Sponsorship nicht da ist, wird es hier gar nichts gemacht. Ich würde nämlich Satenia gerne mitnehmen aufgrund von. Oh, ich glaube, da werden so viele Mons kommen, gegen die Jolteon nichts machen kann. Dass es maybe der Play ist, Jolteon wegzulassen. Die Frage ist, nehmen wir Quagsire mit oder wir nehmen einfach nur Kraine mit. Weil das Ding ist, ich glaube, Kraine ist ein Ticken besser aus dem Grund, dass der halt EVs hat. Mehr EVs, sehr viel mehr EVs hat. Raichu wäre sogar eine Option wegen Surfer. Und Wish. Und hallo Pixel, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen wunderschönen Tag bis hierhin. Im Original ist Jasmin ja höher gelevelt als normal. Ist das hier auch so? Es dürfte hier nicht so sein. Nein, weil man gar nicht nach rechts gehen kann. Will ich Raichu maybe mitnehmen? Weil der ist prinzipiell ein guter Magneton-Check.
Und maybe kann ich gegen Magneton dann so ein bisschen was hochwischen. Vielleicht nehmen wir. Vielleicht packe ich Graveler raus und pack Raichu tatsächlich rein. Ich glaube, Graveler wird halt einmal wieder mies abstinken. Weil er halt einfach an Flash Cannon auch died. Ich glaube sogar, das ist unser Team für die Arena. Sieht weird aus, ich weiß. Ich bräuchte eigentlich auch noch irgendwas, um Bronzong zu hitten, habe ich gerade überlegt. Ich glaube, das ist das Team. Abgesehen von meinem wahrscheinlich neuen Hausarzt, alles super. Ist das sowas Negatives oder wie weit darf ich da was rein interpretieren? Boah, Brick Break will ich jetzt eigentlich echt gar nicht für Dings verbrauchen, ne? Schade. Extrasensory. Ich glaube, wir haben leider keine Coverage, die ich keine guten Gewissens überlassen kann. Schade, Kreine, es tut mir sehr leid. So, was haben wir denn sonst? Wir hätten noch ein Charcoal im Angebot. Guck mal, das ist, glaube ich, hier genau das richtige Item für dich. Du kriegst. Metronom macht eigentlich nicht so viel. Aber dann kriegst du Metronom und dann kriegst du auch ein Metronom. Hast du schon SD? Nee, dann kriegst du nämlich von mir SD, weil wir müssen. Habe ich mir kein SD geholt? Warum habe ich mir kein SD geholt? Ja, gut, wir laufen nochmal komplett zurück. Dann runnen wir in die 90s und holen uns CSD. Aber auf Panferne brauche ich eh nichts. Wobei, ich will gerade, ob wir Panferne Brick Break beibringen. Weil, ich glaube, ja doch, ich glaube, das ist eine gute Idee. Aus dem einfachen Grund, dass wir noch einen Fighting Move haben. Und wenn wir ein Bandit Panferno-Set sind, dann ist das da wesentlich sinnvoller. Ja, doch, finde ich gut. Themen sind ja nur Single Use. Ja, yep, das ist leider das Problem. Donny kann nicht lesen. Wir sagen, der Tag lief so schlecht wie hätte. Was? Abgesehen von meinem wahrscheinlich. Ah, abgesehen! Abgesehen! Jetzt okay. Ja, dann hoffe ich auf jeden Fall, du kannst dich ein bisschen von dem Tag ablenken und dann ist doch schön, dass du einen coolen neuen Hausarzt hast. Ich mag meine Ärzte eigentlich auch. Ich finde die alle recht sympathisch, die ich habe. Hausarzt sympathisch, Zahnarzt sympathisch. Ich glaube, sehr viel mehr gibt es gar nicht. Die jetzt so krass nennenswert wären, bei denen ich öfter wäre. Boah, meine Kieferorthopädin, die habe ich gehasst. Und zwar alle davon. Jeden einzelnen gottverdammten Menschen dort drin habe ich einfach gehasst wie die Pest. Ja, scheiß mal auf Defense Curl, so. Okay. Brauchen wir sonst noch was? Ich glaube eigentlich nicht. Das heißt, wir können jetzt alles auf 40 ballern. Und dann können wir eigentlich in die Arena reingehen. Der hat Raichu echt gar nichts mehr? Okay, dann wohl nicht. Ich meine, Fliegen auf Raichu brauchen wir nicht. Ich. Warte mal. Oh, hä? Surfer auf Raichu funktioniert, aber Fliegen nicht. Doch. Lol, ich hätte einfach mit Raichu umherfliegen können. Ich wollte nämlich Kaimon extra Fliegen beibringen. Aber Raichu. Ach, stimmt, das habe ich ja beim Leveln sogar gemacht, ich Vollidiot. Habe ich einfach schon wieder komplett vergessen. Was denkst du, welche Arena die gefährlichste für dein Team wird? Eis. Wir haben schon davor gesehen, was gegen Eis-Pokémon passiert ist. Ich habe die Befürchtung, das kann durchaus ein zweites Mal passieren. Hydro-Pumpe, ui. Scheiß mal auf Agilität, maybe brauchen wir dieses. Das Breaking Potential. Ich weiß gar nicht, mit wem ich leaden soll, wenn ich ehrlich bin gegen die Arena. Ich kann gar nicht einschätzen, womit sie. Oh. Falscher Ort, ups. Womit sie leaden will. Können wir bitte eine Wette machen? Wette läuft für die Arena, alter Yukiko, einfach schneller als die Polizei erlaubt, ich merke schon. Ich leade jetzt einfach mal mit Kreine. Ich denke mal, das ist das Beste, was ich gerade machen kann. So, und dann update ich einmal fix le Team. Wir haben hier ein Sand Slush. Quasi wie das Slush-Eis. Und statt Jolteon haben wir hier ein Raichu drin. Und ich glaube, das war's. Ich kann mir vorstellen, dass Wish actually nice sein kann. Aber es will kaum jemand wetten. Alle haben Angst. Alle haben Angst, dass ich wieder reinscheiße. Du hast noch ein Miracle Seed. Ja, ich bin ehrlich, dieses Victory Bell ist wirklich nur zum Sleep Powder Pivoten hier drin. Sonst hat er wirklich keinen Grund, anderen Grund hier drin zu sein. Ja gut, dann gehen wir rein, ne? Dann gehen wir in diese Arena hinein.
Orden Nummer 6, Freunde. Damit wären wir zwei Orden weiter als beim letzten Mal. Das wäre schon sehr strong, muss ich sagen. 6 Pokémon, ja, das ist halt die Sache. Und sie lädt mit Metang. Okay. Kann ich dagegen es dienen? Ich sag, ich kann es dienen. War heute in der Schule, frag mich immer noch, warum ich überhaupt hingegangen bin. Also nach der zweiten Stunde nach Hause, guess what? Bus sollte laut Fahrplan um 10 Uhr kommen. Spoiler, kam nicht, wurde dann von meiner... Ui, das hat viel Damage gemacht. Wurde dann von meiner Mutter eine halbe Stunde später abgeholt, bin dann zu einem Arzt bei mir in der Nähe, hatte noch keinen neuen Hausarzt, war umgezogen. Arzt und Pumpe freundlich als zum nächsten Arzt und da habe ich dann eine Krankschreibung für die restliche Woche bekommen. Da wünsche ich auf jeden Fall gute Besserung an der Stelle. Ich habe auch ein Miracle Seed, warte was, das ist richtig, aber ist ja auch egal. Also wenn drücke ich mit dir ja Cut oder Crunch und ich glaube, da ist es im Endeffekt schon fast egal, was Bronzong. Machen wir Blind Wild Guess, dass der einfach nicht Levitate hat, was eigentlich absolut keinen Sinn ergeben würde. Oder wechseln wir einfach, weil wir nicht dumm sind. Ich würde den plus 2 gerne behalten, aber ich bin nicht dumm. So, Psychic kommt, wie viel macht das? Vom Grasnot hätte auch kommen können. Okay, essen wir Gott sei Dank auf. Flammenwurf mit 20% Bärenchance nebenbei. Und Charcoal geboostet. Ist nicht... Ich bin ehrlich. Der könnte unironisch wirklich heatproof sein. Und er hat Rain Dance. Okay, Moment. Den encore ich. Dann wechseln wir. Drücken Wish. Gehen in Kreine. Und teilen Kreine wieder auf. Und jetzt probier ich es unironisch nochmal. Ich glaube, das war Heatproof Damage. Ich glaube, er muss sogar nochmal Rain Dancen, ne? Oh, damn. Scheiße, der. Okay, jetzt habe ich nicht. Ja, habe ich nicht aufgepasst. Aber es sollte eigentlich nicht. Oh. Oh, das war sehr viel mehr, als ich dachte. Ja, das ist unvorteilhaft. Ich dachte, das macht nicht so viel. So, Regen hat aufgehört. Das heißt, wir gehen nochmal auf Flammenwurf. Muss jetzt noch was für den Kindergarten fertig machen, weil eigentlich wäre ich morgen einen Tag da und muss dann noch was abgeben, ausruhen. Was ist das? Das tut mir leid, aber dann ja, hoffe ich, dass das relativ fix geht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, das ist jetzt schlecht. Das ist tatsächlich sehr schlecht, dass wir hier eingeschläfert wurden. Mein Bronzong muss auf jeden Fall weg, aber... Das sieht gar nicht so gut aus, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte auch nicht speeden sollen, dann hätte ich diggen können und wäre nicht auf SD gegangen. Ich bin ehrlich, nee, ich wäre glaube ich immer auf SD gegangen, weil ich nicht gedacht hätte, dass das was hat. Fortress. Ha. Der kann halt explodieren, ist das Problem. Deshalb wechsle ich jetzt einfach mal. Und versuche ein bisschen was. Bugbite. Okay. Macht actually guten Damage. Sleep Powder, bitte connecte. Danke. Er pennt. Wir wechseln Raichu. Er wacht, als ob er in Runde 1 aufwacht. Willst du mich verarschen? Ich will eigentlich wishen. Das ist halt jetzt mega kacke. Eigentlich wollte ich wishen. Ich überlege, ob ich nicht, weil halt noch echt viele Pokémon kommen, sogar den Wish riskieren muss. Ich glaube, ich riskiere sogar den Wish. Weil mir da noch ein bisschen zu viele Pokémon kommen, mein Team schon wieder viel zu krank angeditscht ist. Okay, Payback ist eine gute Sache. Das hat viel mehr gemacht, als ich erwartet habe. Und jetzt halte ich Baturan wieder hoch. Nicht keine, sondern Baturan, weil ich denke, der wird wichtiger sein. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Okay. Wish kommt true. Das ist sehr gut. Und dann gucken wir mal, ob wir aufwachen. Wir wachen straight up auf. Flammenwurf kommt es heute in Todesfortress sein. Das Schwierige ist, es kommt noch ein Magnezone. Und jetzt habe ich eigentlich... Jetzt fällt mir gerade so auf, ich habe meinen Check dagegen weggeworfen. Das ist so semi-optimal. Ich kann aber noch gucken... Ich glaube, ich dürfte da eigentlich noch drum spielen können. Okay, es kommt kein Magnezone, nur in Anführungsstrichen ein Magneton. Das sollte okay sein. Aber wir können jetzt eigentlich auf die Elektroattacke in Kreine gehen. Perfekt.
Und jetzt kommt, wenn Flash Cannon, Signal Beam, Tri-Attack, was auch immer. Und das ist okay, und wir können da eigentlich recht sicher Mr. M reinschicken. Flash Cannon, das ist eine vierfache Resistenz. Komplett in Ordnung. Gar kein Stress. Evolid Magneton wäre wild, ein Scheißdreck wäre das. Das muss jetzt wirklich nicht sein. Boah, das hat echt viel gemacht. Close Combat, den bitte weg. Also wenn der jetzt einen Random Sash hat, dann hat er einen Random Sash, dann kann ich nichts machen. Okay, weil Sturdy funktioniert ja noch nicht. Oh, Kreine, der war... Uiuiuiui. Uiuiuiui. Der war ein bisschen schwierig, bin ich ehrlich. So, zwei Pokémon noch. Ein Skarmory. Okay. Flugattacke wird halt kommen. Ich bin am Überlegen sogar... Ich bin am Überlegen, ob ich einen von den beiden abwerfe für den sicheren Sieg. Oder ob ich in Baturan gehe. Ich kann sehr wahrscheinlich Softboilen. Ich weiß allerdings nicht, ob es das ist. Weil wenn ein Brave Bird kommt, der wird scheppern. Wobei Skarmory hat nicht so viel Attack. Ich glaube, ich überschätze gerade Skarmorys Attack ein bisschen. Ich denke, Baturan packt das schon. Easy peasy. Easy peasy. Gar kein Stress. Wie war das mit niemand traut sich mehr zu wetten? Warum nur? Ihr könnt ja gegen mich wetten, wenn ihr wisst, dass ich eh verkacke. Hä? Dann wette doch gegen mich. Ist ja mies einfach dann. Ich hab gerade überlegt, ob ich Encore, aber Encore würde keinen Sinn ergeben. Flammenwurf, Idee ist einfach. Und eigentlich würde ich gerne irgendwie scouten, was das Jo, wir one-shotten den. Aber wenn alle gegen dich wetten, macht ja niemand Gewinn. Ja, ein bisschen Gewinn macht man trotzdem. Ich frage mich halt, ob Steelix irgendwas hat, um mich hart zu hitten. Ich glaube, ich softboile einfach mal. Und guck, was passiert. Stonehenge, das habe ich mir gedacht. Fuck. Aber ich habe eher gedacht... Oh my goodness. Okay, ich glaube, Stonehenge ist die Attacke, die ich am ehesten verkrafte. Ich muss auf den Sleep Powder Pivot gehen, weil ich habe keinen Bock, Kingdra zu verlieren hier. Bitte nicht. Doch, deine Wette kam durch Tarnflamme, sonst dürfte eigentlich am Ende nichts bei dir stehen, Sleep Powder. Okay. So, und jetzt riskiere ich es tatsächlich zu wechseln. Wenn er halt jetzt... Na, dann schwierig, aber ich glaube nicht. Siehst du mich? Okay, alles gut. Alles gut. So ist es okay für mich. Also, der Iron Tail hätte ja eh nichts gemacht, weil das würde nicht so viel damit... Also, nix ist jetzt, glaube ich, auch eher wieder falsch, aber hätte nicht so viel abgezogen. Ja, easy. War sogar ein Crit. Ich glaube nicht, dass der gemeldet hat. Der hat Deathless, Freunde. War ja zu keinem Zeitpunkt knapp. Also, ich weiß jetzt nicht, was ihr habt, warum ihr Angst hattet in irgendeiner Form. 6 Orden, Freunde. Willst du mich? Alles gut, Freunde. Alles gut. Ich weiß nicht. Es ist ja auch gar kein Problem. Man muss auch einfach mal Peace and Breathe. Hell. Lernen reden. Bevor du den Mund aufmachst. So. Damit haben wir Iron Tail bekommen. Unsere Mama ruft an. Gott sei Dank ist die mir scheißegal. So. Jetzt habe ich extra absichtlich wegen Tarnflamme kein Pokémon verloren. Jetzt können wir auch wieder Pokémon verlieren. So, Kreine, du kommst wieder raus. Du kommst wieder raus. Und ich packe... Also, Jolteon... Wobei, ich überlege gerade, ob wir Kreine sogar drin behalten. Wobei, eigentlich ist Georok schon ein bisschen ein ganz netter Flying-Check. Das passt mir eigentlich schon so, wie es da gerade ist. Hier, nimm Metronom. Da, nimm Metronom. Hier stopf euch Rare Candies in eure Fresse rein. Nee, lass mal mit Explosion. Wobei Explosion potenziell eine Wincon sein könnte, aber na. Na, das lass mal. So. Das heißt, wir brauchen hier einmal wieder Jolteon. Und einmal hier ein Graveler. Was mich halt noch ein bisschen triggert, ist halt echt, wir haben teilweise, also es wird ab dem jetzigen Punkt echt schwierig, teilweise Mons zu ersetzen, muss man wirklich sagen. Wir haben halt nicht so viel da.
Gibt's noch geile Encounter, wo es sich lohnt, Spitznamen zu sichern? Ich war da schon lange nicht mehr. Boah. Das Ding ist, ich kann's dir nicht mal sagen, weil ich nicht weiß, was jetzt noch so alles kommt, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß es selber nicht, ob es sich lohnt, irgendwas noch zu holen. Oder auf irgendwas zu warten. Escape Rob, okay. So, von dir dürften wir jetzt die HM-Stärke bekommen. Und wenn du ein geiler Haudegen bist, ist das jetzt eine geile Gesteinsattacke. Es ist eine 75er Gesteinsattacke, die immer hittet. Guck mal, Stonecoon. Das ist doch die Coverage, die du gesucht hast. Das ist sehr nice. Freust dich schon auf Mammoth-Wein? Ich kann mir vorstellen, dass Mammoth-Wein in Ordnung sein kann mit Kingra. Also kommt drauf. Das ist unser Encounter, ne? Ich sag, nehme ich. Was mir ich wiederum sag, nehme ich nicht, ist, dass der gerade echt viel Damage macht. Oh mein Gott, wie ich halt auch jede Kacke misse. Ich kann ja nicht mal wechseln, ne? Bleib bitte einfach in dem Ultraball. Ich dachte eigentlich, dass Encore hier eine gute Idee wäre. Okay, wir haben ihn. Alles gut. Okay, Pixel gönnt sich direkt. Ich sag, Medicham ist ein guter Encounter. Ich weiß nicht, natürlich nicht, was es hier noch gegeben hätte, aber bei Medicham sage ich jetzt nicht nein. Also der ist sehr, sehr stark. Offensives Potenzial ist sehr gut. In Hinsicht auf den nächsten Orden sowieso. Ah, wir sind unsichtbar. Huhu. Clefairy. Ich glaube, ein Clefable wäre sogar okay gewesen. Meryl, wenn das kein Huge Power hat, scheiße. Ich glaube, wir haben mit Medicham mit das Beste gezogen, was wir hätten haben kriegen können. Ah, Stolrak. Sogar auch cool. Muss ich gestehen, der wäre auch sehr cool. Aber kamst du vorher noch nicht in den Berg rein? Nein. Nee, kamst du nicht, weil hier stand immer jemand hier drin, der einen nicht durchgelassen hat. So, dann können wir außerdem hier nochmal angeln. Maybe ziehen wir was Gutes, so wie Krebskorps oder sowas. Da hätte ich Bock drauf. So eine Psychic Immunity. Oh mein Gott, genau dich wollte ich hier nicht sehen, ne, du. Asphaltlecker, du. Okay, hey, wir haben ein Goldini. Super. Wer möchte dieses unfassbar mächtige Goldini werden? Der wird nicht mal Lightning Rod. Weißt du, in Black and White 2 würde ich jetzt sagen, Lightning Rod, Gold King ist nicht kacke, nehme ich mit. Aber hier denke ich mir, da wird ziemlich sicher kein Lightning Rod haben. Ich glaube, selbst wenn, ist Lightning Rod hier nicht noch kacke? Bringt mir Lightning Rod actually eigentlich eine Immunität? Ich glaube nämlich, dass mir das sogar nicht mal eine Immunität bringt, kann das sein? Okay, wir nennen das wohl Waschlappen. Warum wäre das Captain... Ja doch, nee. Ich wollte gerade hinterfragen, warum das Captain Iglo ist. Da ist mir aufgefallen, dass der viel zu normal für wie ein Waschlappen. Okay, wir haben leider nicht genug Platz für das N, deshalb ist es einfach Waschlappe. Ich will mir mal kurz die Waschlappe angucken. Ich glaube, ich bin ehrlich, ich glaube, ich finde sogar Waschlappe ist ein besserer Name. So, gucken wir mal. Wir haben einen Naughty Medicham. Das ist sehr geil. Und wir haben einen Waterwell Goldini. Super. Wow. Da ist doch der Water-Type meiner Träume. Warum nicht J3? Naja, weil Jerry halt vor dir war und der hat Waschlappen sich gewünscht. Und dementsprechend ist es jetzt die Waschlappe geworden. Oh, jetzt noch Goldini. Ah, Raikyu. Raikyu. Wie habe ich denn das jetzt ausgesprochen? Stimmt, wir könnten sogar unironisch auf diese Legi-Encounter gehen, ne? Wobei, ich glaube, es ist besser... Ist es das, was ich brauche? Nein, damit entwickelt man halt einfach nur das fucking Magneton. Ey, es kann doch nicht sein, dass ich bis hierhin immer noch kein Trading bekommen habe. Das ist schon ein bisschen... Finde ich ein bisschen belastend, wenn ich ehrlich bin. Oder liegt ein Ball... Tarnsteine, ui. Tarnsteine sind natürlich durchaus ein nützliches Ding. Da ist ansonsten nichts mehr, okay. Alter. Haben wir irgendwie Repel oder so? Oh ja, Tatsache. Geil. Geil. Jerry ist gleich Waschlappe. Naja, das hast du jetzt gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Das hast du gesagt.
Hyper Potion. Gibt's hier unten noch irgendwas? Gab's hier schon immer so viele Items? Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich hier jemals mit Surfer hin bin. Ah ja, weil ich meistens, ja, nevermind, weil ich ja meistens schon hier war im Endeffekt. Ja, das weiß ich, dass ich den Trade machen muss, aber ich kann den ja nicht machen, weil ich kann mir ja nicht einfach so einen Electek fangen. Das ist ja nicht erlaubt. Aber es kann auch nicht sein, dass das legitim die einzige Möglichkeit ist. So, dass du an das Item rankommst. Das wäre ja mega Arschloch. PP up. Weil ich habe jetzt eigentlich keinen Bock, hier die ganze Zeit Graveler zu haben, weil Golem ist eigentlich schon nicht schlecht. Also ich würde das Skarmory gerne nehmen, ne? So ist nicht. Das wäre eine nette Ergänzung, würde ich mal sagen. Aber darf ich ja leider nicht. Das ist leider nicht erlaubt. Max Potion. Ja, gut, dass ich mit Panferno vorne bin gegen den Wassertrainer. Das ist natürlich auch wieder strategisch ganz großes Kino an der Stelle. Aber okay. So, und ansonsten weiß ich gar nicht. Ich glaube, wir kriegen jetzt noch einen... ich glaube sogar nur einen. Weil ich glaube, wir können tatsächlich keinen Encounter am See des Zorns holen. Weil ich glaube, da ist alles Dings... Carpador bzw. Garados. Oder gibt es da andere Mons? Wenn es da andere Mons gibt, dann kriegen wir beim See des Zorns maybe nochmal einen neuen Encounter. Revive. Ich habe halt die Hoffnung, dass ich hier in diesem... ich weiß gar nicht, wie der Berg heißt. Vielleicht doch noch irgendwo was anderes kriege an Items. Duskstone. Ja, brauche ich auch nicht. Max Potion. Das gibt's. Das kann es doch gar nicht sein. Ultra Ball. Gibt es da sonst Headbutt-Mons? Stimmt, es müsste Headbutt-Mons tatsächlich geben. Da hast du recht. Das heißt, da gibt es sicher nicht nur... Stimmt, oh, so schlau. Pixel, so schlau. Du musst... Nee, da waren wir schon. Scummery Ballard, Bandit Bravebirds ohne Recall, Mashallah. Ich weiß nicht, ist es nur bei Tarnflamme das mit Internet? Weil ansonsten hat noch niemand heute Escape Rob. Na gut. Was wegen dem Internet gesagt, dann könnte es auch bei Tarnflamme oder an Tarnflamme liegen und nicht an mir ausnahmsweise mal. Ui. Und dann gibt es da so... Ja, so ein Scaraborn würde ich ja mit einem riesen Handkuss nehmen. Aber mit einem ganz, ganz großen Handkuss würde ich den nehmen. Okay. Anscheinend gibt es hier nichts mehr für uns zu holen. Das ist ein bisschen sad, aber na gut. Habe auch leichte Probleme. Nee, dann ist es bei mir. Dann ist es von mir. Ihr kennt's ja. Vodafone, Freunde. Vodafone ist so ein toller Verein. Ich liebe ihn. Ich lieb's. Ich glaube hier... Okay, ich glaube beim nächsten Mal merke ich mir, dass ich hier im Gras potenziell auch noch einen Encounter mir holen kann. Dann wäre es der maybe sogar gewesen. Ich weiß es nicht. So, ich feiere aber das Hydra King hier einfach... Obade-Orb, was? Sunlight. Ist das... Ist das der Stein für Psyana? Früher hieß es immer, mir kann es nicht liegen. Also das Ding ist, eigentlich sollte es auch nicht an. Also, ich bin halt ehrlich zu euch, eigentlich ist mein Internet nicht scheiße. So, ich kann ja offensichtlich in irgendeiner Form streamen. Und eigentlich habe ich... Ich habe auch zum Beispiel mit Videos hochladen und sowas nie ein Problem oder irgendwas, dass irgendwas da ewig lange dauert. Aber beim Stream ist halt dann einfach immer so, och... Jetzt ein Stück Arschloch sein, denkt sich dann immer mein Internet anscheinend. Das ist halt das Problem. Ich weiß halt, ich finde halt auch keine Lösung. Ja, das ist leider das Ding. Das ist das, Pixel spricht das aus, was wir alle wissen. Das ist halt leider die Sache. So, können wir sagen, wo man diesen Opfer die... wenn du das... Wenn du das weißt, darfst du das sehr gerne sagen. Yay, damit haben wir potenziell Psychic Fighting Nummer 2 bekommen. Ich bin tatsächlich am überlegen, ich schaue mir mal das Wesen an. Und dann würde ich sogar sagen, ich überlege mir, ob ich das überhaupt sogar late mache. Weil ich weiß nicht, ob ich nochmal einen Fighting Psychic Type benötige. Quiet. Ja, das wäre sogar ein richtiges Kackwesen für Gallade und für Gardevoir ein okayes Wesen.
Muss man, glaube ich, mal schauen. Weil wir haben halt im Endeffekt Gallade in ein bisschen mehr Potenzial, was den Damage angeht, durch unser Medicham. Aber ansonsten bin ich mir halt echt unsicher, was so sinnvoller ist. Aber Gardevoir an und für sich nicht schlecht. Soweit ich weiß, kriegt man ihn nur durch die Ingame-Trades. Boah, das wäre halt... Also das wäre wirklich Kotze. Das wäre literarisch einfach nur Kotze. Kann mir eigentlich einer sagen, was die nächste... Minectric. Warte mal, was gibt's denn hier noch so? Bivarel. Girafarik. Okay, ich glaube, wir haben mit Kirlia schon das mit das Beste gezogen. Was ist denn nochmal die nächste Level Cap? Ich meine, ich glaube nicht, dass die jetzt nochmal relevant für heute wird, aber... Es ist egal, was für ein Trade du machst. Das Problem ist nur, ich kann halt keinen Trade machen, wenn ich nicht das passende Pokémon dafür habe. Und dann kann ich den auch nicht entwickeln. Dann bleibt es wohl bei einem... Ach ja, wir lieben ihn doch, unseren Graveler. Okay, Wablu wäre, I guess, auch nicht mega-ass. Weil Altaria Bulky mit Roost ist, glaube ich, nicht schlecht. 44, okay. Ist eigentlich gar nicht so okay, realisiere ich gerade. Weil 44 ist jetzt nicht so weit weg von dem, was ich gerade so habe. Das ist gar nicht mal so okay, realisiere ich gerade. Hm, schwierig. Execute, okay. Das sollte alles fein sein. Dann growthen wir einmal gegen den. Tschüss. Okay. Das funktioniert schon mal nicht. Nee, da habe ich auch keinen Bock drauf. Dann gibt es wohl Try-Attacks. Ja, der ist halt jetzt schon wieder Level 42. Das ist das Problem. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir zu hart overleveln. Und wir potenziell die Level-Cap breaken können. Aber eigentlich sollte uns das nicht passieren. Ich denke nicht, dass es zwanghaft passieren muss. Und nimmst trotzdem jeden Trainer mit. Ja, das liegt aber zum Teil daran, dass ich immer noch Angst habe, dass ich zu wenig EVs habe und nicht wegen EVs irgendwas verkacke. Nö, über Touren mache ich nicht. Weil, keine Ahnung, wenn ich da halt anfange, Ausnahmen zu machen, dann kann ich wieder bei anderen Sachen Ausnahmen machen. Und das ist halt einfach die Challenge, die ich mir gestellt habe. Danke für gar nichts, Arsenia. Das ist halt einfach die Challenge, die ich mir gestellt habe und mit der spiele ich halt jetzt auch. Also, klar, ich finde es halt kacke. Aber mein Gott, es ist halt jetzt so, das akzeptiere ich und damit lebe ich jetzt. So, ich hätte jetzt noch gerne meinen Garados-Encounter dort oben, bitte. Aka Lake of Rage und ich glaube, wir haben Headbutt-Mons, ja. Dann versuche ich nämlich über Headbutt-Mons hier rauszuziehen. Ich weiß nicht, ob es wirklich geht. Es geht. Huthut. Wir haben noch keinen Huthut gefangen. Wieso haben wir noch keinen Huthut gefangen? Yay, wir haben einen Huthut! Hut, 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 Hut! Der Wahnsinn! Das ist doch das, was wir alle wollten, oder? Ein Huthut. Mann, 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 Mann. Okay, tut gut, 2. Tut. Aber ich hab's genauso, wie es da steht. Tut. Gut. Ja, leben wir jetzt mit, ne? Wollte gerade sagen, ich habe doch einen Surfermon dabei. Was willst du von mir? So, schlachten wir mal bitte. Schlachten wir mal bitte kurz Garados ab. Wow, Level 40, ich habe so viel. Oh. Ja. Ich hatte aber echt Angst, ne? Ich hatte ein bisschen Pippi in der Hose, hatte ich schon. So, ja, wir helfen dir, die ganze Kacke in Team Rocket zu machen. Aka, damit meine ich, die Team Rocket Kacke zu machen. Du Mörder, ich bin wahnsinnig. Bin ein bisschen irre geworden, muss ich auch sagen. Habe ich schon gemerkt, bin ein bisschen irre geworden. Gibt es eigentlich in den Städten Headbutt-Encounter? Ja, in manchen schon, in manchen nicht. Also hier gibt es jetzt zum Beispiel keinen. Ich habe jetzt gerade extra kontrolliert, weil ich dachte, du meinst es. Aber Freunde, ich werde das tatsächlich jetzt schon beenden aus, ja, weil ist halt so. Ich würde sagen, ich bedanke mich bei allen, die heute dabei waren. Ich weiß, es war heute ein bisschen kürzlich versucht dafür, dass wir Freitag maybe ein bisschen länger machen. Ich würde euch zu dem wunderschönen Flobertus Maximus den Geilen rüberschicken.
Er schaut sich gerade die PBA-Kämpfe an. Ich glaube, er ist bei den Doppelkämpfen. Da kann man durchaus mal reingucken. Freitag länger, 24-Stunden-Stream. Nein. Das heißt, ich wünsche euch da viel Spaß. Ansonsten einen wunderschönen Abend wünsche ich euch noch. Und wir hören uns, sehen uns. Bye, bye.